Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Die sind ziemlich sauer auf uns, glaube ich. Deswegen werden wir jetzt mal ganz schnell hier wegschwimmen. Ja, ich wollte auf jeden Fall auf diese Insel steigen. Ey, so weit ist der... ist echt geschwommen. Seite... Jigard, Liebesbucht, alles klar. Was? Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute? Das ist zwecklos. Bei dem Licht sieht sie doch gar nichts. Was soll denn das sein? Ich kann plötzlich nicht rufen. Oh, ich habe hier noch meinen Freund. Heya! Die Königin sich freut, wenn ich dir gleich das ganze Einhorn mitbringe. Ich meine, wer freut sich nicht, ein Einhorn zu haben? Hey. Hallo. Langsam. Nicht aufgehalten. Geil. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Du Scheiße. Warte mal, am Anfang hält sich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Keine Ahnung, ey. Das ist zu rätselhaft. Ich habe keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Dann sei still und lass mich nachdenken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von... Guck doch nach, was Geralt als Info hat, Mann. Alter. Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. Hm. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Er ist aber leicht losgejoggt dafür, dass jemand in Lebensgefahr ist und er den gerne retten möchte. Warte hier. Beschwerst du dich jetzt, Alte? Die soll froh sein, dass wir da reingehen für ihren blöden Milton. Oh mein Gott, ist das Ding geil. Was zum Lappen? Geralt macht das aber nicht so schick wie der Typ da. Was war das? Ja, genau. Natürlich. Muss ich da jetzt reingehen? Das sah halt auch wie so ein Vampir aus oder so. Nur der sich in so einen Nebel verwandeln kann und so. Warum habe ich das Gefühl, dass die Tür gleich zugeht und wir nicht mehr rauskommen? Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht.
Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Boah, ich weiß es nicht. Keine. Viele. Genug. Aber noch mehr Schuldige. Du bist der Nächste. Ja, wohl kaum. Weißt du, ich habe noch zu tun. Mehr Morde? Nur noch einen. Dich nicht mitgezählt. Was ist er jetzt? Dich nicht noch mehr töten. Ich guck mal schnell im Bestiarium nach, ob wir zu dem Viech eine Info haben. Damien de la Tour. Hallo, Tutorial. Das Biest von Beauclair. Super, wow. Aber es sieht schon geil aus, ne? Muss man sagen. Augenzeugen heftiger Angriffe haben hier, nee, hinterher immer Schwierigkeiten, die fraglichen Monster zu beschreiben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was für ein Zeichen wir jetzt nehmen sollen. Feuer? Feuer scheint ihm schon mal nicht so zu gefallen. Ich rolle immer ganz gerne, vielleicht ist es ja noch niemandem aufgefallen. Aber damit kann man einfach super geil ausweichen. Ja, das war gekonnt, oder? Schnell die Knödel essen. So beim Kampf mit so einem Vampir-ähnlichen Ding. Hallo, Geralt, geh da weg. Du bist verfolgt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Oh, mein Schwert könnte langsam mal Reparatur gebrauchen. Von hinten können wir ihn angreifen. Wieder an! Geralt! Oh, ein Glück. Schon wieder ein Level up. Wehe, der haut jetzt ab. Du solltest bleiben, wo du warst. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Oh mein Gott, wie geil ist das? Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund.
Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Ist das geil. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Ach so. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Wie geil ist das, ey? Boah, ich bin gerade so hin und weg von dieser ganzen Szene. Das ist so super. Wie hast du dich regeneriert? Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Was bringt dich nach all den Jahren wieder her? Okay. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Detlef. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht. Oder um sich die Kehle zu netzen. Gott, ey, welche handfesten Gründe sollten das sein? Wie kannst du dir da so sicher sein? Seine Motive sind mir einerlei. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Ich fand ja gut, dass er uns nicht töten wollte. 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Warum erzählst du mir das, will ich mal wissen. Wie edel von ihm. Aber warum erzählst du mir das? Damit du verstehst, dass Detlef kein kaltblütiger Mörder ist. Er wollte uns ja auch nicht umbringen. Ich glaube, dass er in irgendwelche Schwierigkeiten geraten ist und keinen Ausweg sieht. Wie kommst du darauf? Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Vilgefortz! Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite. Und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Was könnte ihn denn aufgebracht haben? Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären?
Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Okay, ich muss ihn finden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich steht das so? Schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Oh, bis geil. Die sind super. Das ist so Premium geil einfach. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Ach du Scheiße. Triff dich auf dem Mère Lachaise Longe Friedhof mit Regis. Oh, wir können Sachen plündern. Ich liebe es. Das ist in Witcher so geil. Einfach alles leer räumen. Was haben wir hier? Kaufbrief. Was? Spielzeuginventar? Okay. Hier sonst noch was? Hier hinten? Man muss ja alles durchsuchen, ne? Seht ihr, hier oben haben wir eine Truhe. Und noch was. Ein Liebesbrief. Geliebte Clara, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass das Lagerhaus geschlossen wurde. Bla bla. In Toussaint Farm. Ich werde das garantiert nicht. Oh mein Gott. Okay, da können wir nicht rüberspringen. Ich muss jetzt aber mal die Reparaturwerkzeuge hier benutzen. Waffenreparaturset. Okay. Was haben wir hier Schönes? Das hat auf jeden Fall mehr Rüstung. Huch. Nein, 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 nein. Ja, die Resistenz und so sind irgendwie schon besser, ne? Haben wir denn hier Geiles gefunden? Dahlia. Ach, das kann man mittlerweile ja mal tragen, ne? Wow, jetzt haben wir das richtig umsonst repariert, aber egal. Unstein. Chance auf Taumeln. Verbrennen. Nehmen wir mal Blutungschance, das passt ja. So. Hier haben wir nur irgendein Zeug gefunden, glaube ich. Ja, sieht so aus.
Wir gehen hier erstmal raus. Wir laufen richtig selbstverständlich an den Wachen vorbei. Allerdings pausieren wir mal kurz. Und ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen.